Das hier sind 100 Euro. Und ich befinde mich in der teuersten Stadt der Welt, New York City. Genauer genommen über den Dächern von New York City. Und in diesem Video werde ich so lange essen, bis ich 100 Euro nur für Essen in dieser Stadt hier ausgegeben habe. Außerdem befindet sich in dem Video eine kleine Lüge, die ich euch am Ende noch aufdecken werde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Und das Video beginnen wir mit dem Frühstück Nummer 1, der New Yorker. Für 11,04 Euro, umgerechnet 12 Dollar, habe ich mir hier einen Bagel mit Avocado, Tomate und Ei rausgelassen. Drüber noch ein kleines bisschen Cheddar. Das mit Abstand das beliebteste Frühstück der New Yorker, würde ich sagen, und auch so eine der bekanntesten Sachen. Das Ding ist groß, fett und schwer mit Vollkornbrot, mitten hier im Szeneviertel Soho, wo es wahrscheinlich noch mal ein kleines bisschen teurer ist, aber 11 Euro für so ein Ding ist auf jeden Fall nicht günstig. Ist aber dafür einigermaßen gesund und schmeckt gut. Man darf nicht vergessen, hier kommt ja immer noch Trinkgeld und Steuer dazu. Und selbst bei so einem Laden wie dem hier, wo ihr Sachen for Takeaway mitnimmt, kann man mittlerweile auswählen, ob man 15, 20 oder 25% Trinkgeld geben will. Das ist eigentlich an Absurdität kaum zu überbieten. Auch kaum zu überbieten, geschmacklich ist das Ding hier auch. Kaum zu überbieten. Köstlich, warm, außen das Brot so schön knusprig, ein frisches Rührei drin, bestehend aus zwei kompletten Eiern, der Tomate und der Avocado. Ich muss sagen, für 11 Euro kann man da eigentlich jetzt nichts sagen, ist nicht günstig, aber davon werde ich, glaube ich, auf jeden Fall erstmal satt. Und meine bessere Hälfte hat sich auch einen Bagel rausgelassen. Oh, schau dich mal den Brummer hier an. Der Cheddar. Wow. Boah, das sieht sick aus. Ich muss erstmal ein Foto machen. Alter, das Ding schaut, deiner schaut noch tausendmal geiler aus als meiner. Aber hast du auch Cheddar? Ich glaube schon, aber ich glaube, vielleicht habe ich auch vergessen zu bestellen. Oh mein Gott. Das kann sein. Das ist wie ein Burger im Endeffekt. So eine Mischung aus Burger und Käsebrötchen. Kriegst du den nicht ganz rein? Mm-mm. That's what he said. Ich kriege ihn ganz rein. Weird Flex. Boah, oh mein Gott, deiner ist noch viel geiler. Echt? Weiß halt, was gut ist. Deiner kostet 16 Dollar, aber ja, wir berechnen nur mein Essen ist heute. Ist schwer zu essen. Wir lassen es auf jeden Fall schmecken, ist ein heftiges Frühstück erstmal. Dieses köstliche, wirklich sättigende Frühstück wurde in vollen Zügen auf den New Yorker Straßen genossen. Und was ich hoffe, was ihr auch genossen habt, ist der Rutsch ins neue Jahr, Leute. Ich wünsche an der Stelle natürlich ein frohes neues Jahr und alles, alles Gute. Für alle da draußen, die gerne 100 Euro mehr haben möchten, um sie für so ein Video auszugeben, habe ich jetzt einen kleinen Tipp. Denn ich weiß, dass viele von euch gerne bei MyProtein oder anderen Supplementfirmen zuschlagen. Und jetzt zum Jahresbeginn bekommt ihr dort mit dem Code Franklin vom 2. bis zum 4. Januar 50% auf fast alles, auch auf Kreatin und sogar 35% auf das Clearway. Vegane Produkte sind sogar 54% reduziert. Dass Kreatin absolut sinnvoll ist, brauche ich euch, glaube ich, nicht sagen. Hier, Creapur ist meine Empfehlung für euch. Beim Clearway feiere ich hier diese Limited Edition mit Chupa Chups ziemlich. Sonst würde ich euch einfach raten, schaut euch Sortiment und vergesst den Code Franklin. Und jetzt aber wieder zurück nach New York. Ich kann euch jetzt schon sagen, es wird deutlich mehr Essen in dem Video, als ich ursprünglich gedacht habe. Ich habe meinen Bagel verdrückt und wie gesagt, ich bin eigentlich relativ satt. Ich finde für den Preis 11 Euro ein Frühstück aus Vollkornbrot, einem Ei, Avocado und Tomate, was auch keine schlechten Zutaten sind, zu haben, ist im Großen und Ganzen okay. Dafür, dass wir uns vor allen Dingen hier in der teuersten Stadt der Welt befinden. Aber ich bin ja die Hamsterbacke. Und wahrscheinlich, wenn das Video online kommt, ist die Kalorien-Challenge schon online. An der Stelle euch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich möchte aber noch ein bisschen schlemmen. Und dafür hole ich mir natürlich noch ein bisschen was Süßes. Und zwar den sogenannten Cronut. Das ist wahrscheinlich eine der krassesten Kalorienbomben, der Cronut. Es gibt sogar eine eigene Galileo-Reportage hier rüber über die Dominic Ansel Bakery. Und das ist, wie der Name schon sagt, eine Mischung aus einem Croissant und einem Donut. Quasi ein Donut aus Croissant-Teig und dann halt nochmal frittiert. Sieht sehr, sehr, sehr fettig und süß aus. Schlägt auch preislich gut zu Buche mit 7,52 Euro umgerechnet. Aber man zahlt ja auch ein Stück weit für den Namen und da stehen die Leute Schlange dafür. Boah, schaut euch mal das an, Alter. Die ganze Füllung hier. Boah, richtig voll das Ding. Da beiß mir mal rein. Boah, oh mein Gott, das ist krank. Das schmeckt so gestört geil. Da ist so eine buttrige Karamellfüllung mit ein bisschen Malz bzw. Schnaps drin. Ja, so eine Malz-Karamellfüllung ist da drin. Boah, und dieser Teig ist so gestört geil. Wenn man sich fragt, warum ist nicht jeder Donut aus Croissant-Teig? Wirklich. Krieg von mir 10 von 10. Es schmeckt nach purer Butter und Zucker und süß. Deswegen kommt man in die USA, dass man so ausschaut wie Peter Griffin in Real Life, den es jetzt übrigens auch bei Fortnite gibt, Leute. Oh ja. Deswegen, wenn ihr mich mal Fortnite spielen sehen möchtet, schaut auf Twitch vorbei. Da werde ich alles geben, um den Skin zu bekommen. Willst du mal probieren? Damit sind weitere 7,50 Euro weg. Wir haben nicht mal 20 Euro ausgegeben und ich bin erstmal eigentlich relativ satt. Ich glaube, wir kriegen doch mehr Essen als erwartet.
Zur Verdauung haben wir das extrem gehypte Summit One Vanderbilt besucht, was uns pro Person knapp 50 Euro gekostet hat, nur um hochzufahren und diesen Ausblick anzuschauen. Wie ihr auch schon vielleicht im letzten Video beim Eislaufen gemerkt habt, sind so Touristenattraktionen hier in New York extrem teuer. Hier muss ich sagen, dass er mit 100 Euro leider nicht allzu weit kommen würde. Um den Ausflug auf das hohe Gebäude zu krönen, habe ich mir für sage und schreibe 8 Dollar einen Cappuccino rausgelassen. Der muss ja richtig krass sein. Oder auch nicht. Ehrlich gesagt war der Kaffee komplett verbrüht und das Ding hat wirklich nicht gut geschmeckt. Deutlich besser schmecken und günstiger sein sollte das nächste Essen. Nach diesem katastrophalen Kaffee wird es Zeit, dass wir uns eine Sache holen, die man sich in New York holen muss, und zwar Pizza für 1,50 Dollar. Es gibt auch die legendäre 99 Cent Pizza für 1 Dollar circa. Die habe ich letztes Jahr schon mal probiert, die war nicht so geil, deswegen gehen wir zu einem Klassiker, und zwar Two Bros Pizza. Auch ein Spot, den viele von euch wahrscheinlich kennen, und 1,50 Dollar schlägt jetzt heute bei 100 Euro, die wir als Budget haben, eigentlich so gut wie gar nicht zu Buche. Da kann ich mir gleich noch was zu trinken nehmen. Sophia, du darfst jetzt bestimmen, was ich hier nehme. Ich bestimme, dass du das hier nimmst. Es sieht so ein bisschen aus wie diese Süßigkeiten von Willy Wonka mit Grape, also mit Traube. Grape! Kennst du das Meme, when I want to, mit dem Pakistani-Jungen, wenn er groß ist, dann möchte er mal ein Soldat werden, Grape? No, I don't know. Levi, einmal einblenden. Wenn man auf die Karte guckt, sieht man dieses 1,50 Dollar Stück irgendwie gar nicht. Mal gucken, ob ich das wirklich bekomme. Only cheese, yeah, Margarita? Yeah, Margarita, $1,50, yeah. Also, gibt doch Pizza für 1,50 Dollar, Leute. Ich war gespannt, wie die schmecken wird. Und genauso gespannt bin ich auf dein Grape Soda. 170 Kalorien, ein so ein Ding. Fast so viel wie Glühwein, den wir gelernt haben in den letzten Videos. Alles zusammen, 4,14 Euro. Immer noch in New York. Ey, es gibt wirklich Sachen, da kannst du eine Menge Geld ausgeben. Und da gibt es Sachen, da geht's voll in Ordnung. Pizza für 1,40 Euro oder sowas. Schauen wir mal. Ich würde die jetzt falten, weil die so groß ist. Haut dein Essen nicht um, aber es ist eine frische Pizza mit frischem Teig. Hier unten auch frisch gebacken und sowas. Ein bisschen mehr Tomatensauce könnte drauf sein, finde ich. Aber für den Preis, so als Snack zwischendurch, echt ein günstiges Ding. Kann man locker machen, Alter. Andere Food-YouTuber hier in den USA, wenn du die mal guckst, wie die das machen, die beißen immer, also schaut mal, die beißen immer in so Sachen rein und dann ist es immer so. Here we got the awesome pizza here from two bros in New York City and I'm going to try it and let's taste it. That's so delicious, you can taste the Italian flavor and all the herbs and the tomato and it's a mixture of this nice cheese and the tomato sauce, the fruitiness. It's unbelievable, I've never tasted something like this. Und dann sagen die noch sowas, dass die Pizza quasi besser ist als in Italien. In der Zwischenzeit, Sophia, isst mir die Pizza weg. Was sagst du hinter der Kamera, wie die schmeckt? Kann man essen. Kurz und zusammengefasst, wie eine wahre Popbanane. Dann kommen wir mal zum Test deines geilen Sodas hier. Wow. Selten sowas Süßes getrunken. Alter. Eine so eine Kanne, 45 Gramm Zucker. Levi, blende mal das Äquivalent in Zuckerwürfeln bitte ein, die sich hier in dieser Dose hier befinden. 45 Gramm Zucker, dementsprechend schmeckt es auch. Schmeckt mir gar nicht. Da kommen wir zu einer anderen Sache, die ich auch gerne probieren möchte. Und dafür gehen wir in den Supermarkt. Und zwar habe ich mir auch ein Influencer-Produkt geholt. Und zwar hier diesen Prime Energy Drink. Ich meine, ihr kennt ja die Prime-Sachen wahrscheinlich von vielen anderen Videos und von Logan Paul generell. Ich glaube, bei uns gibt es in Deutschland nur die Getränke zu kaufen, aber nicht die Energy Drinks, sondern nur Hydration Drinks. Der hat jetzt 2,85 Dollar gekostet. Und ich dachte mir, den probieren wir mal. Ein Ding hat 200 Milligramm Koffein. Das ist auch mehr als die meisten Energy Drinks in Deutschland haben. Genießt den Sound mit euch gemeinsam. Oh. Wir haben das Ding jetzt hier im Geschmack Tropical Punch. Oha, und meine Theorie ging genau auf. Schmeckt ziemlich geil, kann ich nur empfehlen. Hat auch noch Elektrolyte dabei und es schmeckt 1:1 fast wie dieser Soa Energy Drink von The Rock, den ich so liebe. Ich finde die Größe auch perfekt. Den werde ich mir auf jeden Fall jetzt schmecken lassen. Und somit sind umgerechnet weitere 2,66 Euro weniger im Geldbeutel. Im Anschluss ging es zu Los Tacos Numero Uno. Und hier könnt ihr zum Beispiel mal sehen, wie bizarr das Ganze ist, dass sie wirklich Trinkgeld wollen für Essen, was man sich so mitnimmt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr hier Trinkgeld geben würdet, wenn ihr etwas so mitnimmt. In Deutschland wird das ja teilweise auch schon gefragt. 19,09 Euro bin ich ärmer. Dafür 3 Tacos reicher. 3 Tacos zu den besten Tacos New Yorks gehören. Ihr seht wirklich einen fetten Spieß. Das schaut unnormal geil aus. Die Sachen sind überall gut besucht. Los Tacos Nummer 1 heißen die auch. Und dazu gibt es noch ein bisschen frische Limette, die man jetzt hier drüber spritzen kann. Bringt noch mal ein bisschen Frische rein. Zu trinken habe ich mir in dem Fall ein Squirt bestellt.
kommt aus Mexiko, so eine mexikanische Limo und ich habe schon probiert. Schmeckt richtig geil, muss ich echt sagen. Die schmeckt echt geil. Die schmeckt wie eine Mischung aus Sprite und Fanta, würde ich sagen. Was auch richtig geil ist, Leute, und wo ihr ein bisschen was sparen könnt, sind die Sachen von Gymshark. Auch der Hoodie, den ich hier gerade trage, ist aus einer der neueren Kollektionen mit dem Backprint. Ich trage den richtig gern, kann man auch abseits des Gyms tragen. So ein bisschen Heavyweight-mäßig, also ein bisschen dickerer Stoff hier. Das hatte ich davor drüber. Das ist so ein Windbreaker, den man zum Laufen tragen kann. Hier unten auch mit dem Logo drauf. Generell, die Sachen sind top. Mit dem Code Franklin könnt ihr da 10% sparen. Das Video hat ja auch was mit Geld zu tun. Und dort kriegt ihr für 100 Euro auf jeden Fall auch eine Menge, gerade wenn ihr zum Neujahr starten wollt mit Fitness und ordentlich durchziehen möchtet, stattet euch gerne aus und nutzt den Code Franklin, um 10% auch auf reduzierte Preise zu sparen. Während ihr euch jetzt überlegt, was ihr euch da schon mal holt, werde ich jetzt mal das hier probieren. Wir haben einen Taco mit Hähnchenfleisch, ein bisschen hier so Salsa-Soße und dann Guacamole drin, außerdem noch Zwiebeln. Was ist das hier? Koriander, glaube ich, ne? Koriander ist auch noch drin und sonst nicht so viel. Das Ganze von einem geilen Spieß runtergeschnitten. Irgendwann muss ich eines Tages auch mal nach Mexiko und mich da mal durchfressen. Boah. Schmeckt schon sehr geil. Mm. Auch hier muss ich jetzt sagen, das ist einer der gehyptesten Läden der Stadt. Wir haben jetzt 19 Euro, sage ich mal, für ein Mittagessen gezahlt. Es ist nicht wenig, aber vielleicht liegt es irgendwie daran, dass die Preise in Deutschland schon so hoch geworden sind, dass mich das nicht mehr schockt. Vor ein paar Jahren hätte ich mich darüber aufgeregt, wie teuer das ist. Jetzt denke ich mir, okay, gut, 19 Euro, es ist nicht günstig. Es ist wahrscheinlich eher teuer, aber für New York, ich bin da eigentlich viel höhere Preise gewohnt. Boah, schau mal, das ist sowas richtig Schönes, Gesundes, Geiles, Frisches, mit dem Fleisch hier drin. Das ist das, was wir lieben. Essen auf die Hand. Schmeckt sowieso geiler als im Restaurant. Aber ich glaube, wir packen es gerade auch noch im Restaurant. Mal schauen, was uns da erwartet. Jetzt probiere ich ja gleich erstmal noch Dinge mit Steak. Carne Asada. $5.65. Hier jetzt mit Steakfleisch drin. Würdet ihr die mit Mais oder mit Weizenmehl nehmen? Ich habe jetzt hier mit Mais genommen. Wow. Mm. Ganz simpel, einfach mit den Zutaten, aber schmeckt einfach frisch und geil und leicht. Es liegt nicht so schwer im Magen. Feier ich. Bin happy. Das war doch gerade einfach nur ein schöner Anblick, oder? Erdnussbutter und Schokolade ist sowieso was Geiles. Mmh. Boah, gestört geil, Alter. 5 Dollar ein Ding, das heißt 9,20 Euro zwei Cookies. Den zweiten haben wir auch, zeige ich euch. Die Subway Cookies sind geil, aber das hier ist noch geiler. Boah, Walnüsse und Double Chocolate Chip. 4,20 Euro für so einen fetten Brummer, auch nicht gerade geschenkt. Ja, das ist schon eher tendenziell teuer, aber die sind auch groß. Und einer reicht davon eigentlich, aber ich bin halt verfressen und esse zwei davon. Mmh. Boah, oh, wie geil. Mmh. Richtig fett mit Butter geladen. Ein Cookie bei Subway kostet circa 1 Euro, glaube ich. Ein bisschen weniger. Die sind auch industriell viel kleiner und bei Weitem nicht so sick. Also die sind schon noch mal eine gute Schippe krasser. Noch mehr. Also größer. Die sind so groß wie zwei Cookies, würde ich sagen. Ja, ein bisschen das Gefühl, also ziemlich am Ende. Ja, ich meine, ich habe den Bezug zu Geld verloren. Aber mir kommt das einfach nicht mehr so teuer vor. Wie vor ein paar Jahren noch. 4 Euro für so einen Cookie. Könntest du auch in Deutschland irgendwo erleben. Jetzt haben wir gerade mal ein bisschen mehr als die Hälfte ausgegeben. Und ich bin schon den ganzen Tag am Essen, Alter. Wann hört das Video hier eigentlich auf? Jetzt auf jeden Fall noch nicht. Mittlerweile ist es Abend, wie man unschwer erkennen kann. Und ich finde, New York hat echt so eine Magie nachts mit den ganzen Lichtern. Das schaut irgendwie geil aus. Ist schon echt eine schöne Stadt. Und an der Stelle möchte ich mich auch mal bei euch bedanken für dieses schöne Jahr und für den Support, fürs Einschalten immer. Und hoffe einfach, dass dieses Jahr ein bisschen besser war als die Jahre davor. Es war ja doch mit Corona und so die Jahre davor ziemlich turbulent. Irgendwie dieses Jahr war auch turbulent. Aber ich hoffe, es war weniger turbulent als die Jahre davor. Und euch geht's gut. Ihr habt ein paar schöne Feiertage. Kommt gut ins neue Jahr. Und Sophia wünscht euch das auch. Und jetzt gehen wir was Geiles essen. Und hier befindet sich auch schon unser nächster Laden, Sutto, New York City. Hier gibt es Sushi und Ramen. Das hier ist in etwa das Geld, was wir noch übrig haben. 53 Dollar, die wir jetzt noch ausgeben können. Und der Tag ist so gut wie vorbei. Vielleicht zieht sich das ja auch über 2 Tage. Die Preise hiervon werde ich euch jetzt erstmal nicht verraten, weil die werden euch wahrscheinlich überraschen. Wir haben einmal hier Cauliflower Bites, also Blumenkohl. Ich versuche auch immer wieder so vegetarische Sachen zu probieren. Und gerade Blumenkohl frittiert kann echt ganz geil schmecken. So schaut das Ganze aus. Das kann man dann hier in so eine schöne Mayo reindippen und schiebt sich einfach rein in den Schlund. Mmh, Tomatik. Leicht scharf, leicht knusprig. Eine super Sache. Als vegetarischer, veganer Snack schmeckt echt gut. Aber auch hiervon schmeckt euch diese Mahlzeit und dann seid auf den Preis gleich gespannt, okay? Mmh. Als zweites Essen habe ich mir jetzt hier Ramen bestellt. Das sind in dem Fall vegetarische Ramen. Mit ein bisschen Tofu drin, den verschiedensten Sachen, Zucchini-Nudeln und. Ramen sind so eine Sache, die ich viel zu selten esse. Ich finde aber, da gibt es richtig geile Ausführungen und die kann man eigentlich auch saugeil zu Hause machen. Also mein Vorsatz fürs nächste Jahr, Sophia, 2024, mehr Ramen zu Hause machen.
Wir müssen auch noch mal lernen, mit Stäbchen zu essen. Das ist auch so eine einfache Sache. Aber irgendwie jetzt durch diese Zwiebeln und alles und durch die Pilze, die da drin sind und das ganze Zeug, irgendwie auch so einen geilen Geschmack, so eine richtig geile Würze. Und es fühlt sich gesund an. Das ist wahrscheinlich auch das Gesündeste, was wir am heutigen Tag essen werden. Ich sag dazu nicht allzu viel, ess einen Rahmen und Cauliflower Bites. Ey, lass mir schmecken. Mal schauen, wie viel Geld wir nach dem Essen übrig haben. Dieses Essen wurde verdrückt und jetzt haltet euch fest bei dem Preis. Und dann werdet ihr vielleicht auch einiges an diesem Video verstehen. Nur die Cauliflower Nuggets und die Ramen zusammen haben mich 35,33 Euro gekostet. Die Ramen 19 Dollar und die Nuggets 13 Dollar. Und da kommt halt dann im Restaurant ungefähr nochmal 20% Trinkgeld dazu, was man hier in den USA geben muss. Weil die Kellner hier eigentlich nur von dem Trinkgeld leben und deswegen muss man hier dieses Trinkgeld immer geben. Das wird einem auch immer vorgeschlagen. Und so kommt man dann auf verhältnismäßig hohe Summen. Wenn ihr mal überlegt, dass ich jetzt für das Essen so viel gezahlt habe, wie für fast den kompletten Tag bisher. Es ist komplett krank, Alter. Ich habe jetzt noch 12,86 Euro übrig, die ich noch für Essen ausgeben kann. Und an dem Spot gerade eben habt ihr gesehen, wieso ich persönlich, wenn ich in den USA bin, viel lieber Essen auf die Hand esse, als im Restaurant, weil ich einfach kein Trinkgeld geben muss und mir so fast ein Viertel des Preises spare. Weil das war jetzt schon verhältnismäßig teuer. $12,35, umgerechnet $11,36, glaube ich, haben wir ausgegeben bei 7th Street Burger. Auch einem recht gehypten Burger hier, vor allen Dingen in Soho, einem der Viertel, was ich euch echt empfehlen würde hier in New York. Und damit kommen wir dann ziemlich genau auf 100 Euro. Ich habe mir jetzt hier einen Double Cheeseburger bestellt, dazu noch ein Wasser und das war der Preis dafür. 11 Euro für so einen Burger mit Wasser ist auch wieder ein bisschen teurer als bei uns in Deutschland, würde ich sagen. Der schaut aber auch heftig aus. Wir haben hier Zwiebeln dabei, zwei Patties und ein Bun, was richtig butterig und matschig weich ausschaut. Ich glaube, da braucht man nicht mal Zähne dafür, um das zu essen. Nee, Mann, braucht man wirklich nicht. Boah, Alter, ist das fettig. Ey, da ist kaum vorzustellen, dass da einfach Amis reingehen und sich das einfach so casual als Abendessen holen, ne? Man kann einfach hier drin so, yo, let's have some dinner hier. Mir wäre das Ding hier sogar wirklich zu fettig. Das Brot ist so weich, dass das Fleisch schon härter ist als das Brot. Es ist so ein richtig matschiger Burger, also er schmeckt geil. Aber ich hatte heute auf jeden Fall genug Fastfood, genug Food. Ich würde sagen, wir können auf jeden Fall sagen, es war ein richtiger Food-Marathon, den man hier für 100 Euro bekommen hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt einen Eindruck bekommen, was man in der teuersten Stadt der Welt, ja, da ist die Lüge, es ist nicht mehr die teuerste Stadt der Welt, das mit Zürich, also in einer der teuersten Städte der Welt. Schreibt gerne eure Meinung zu den Preisen in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Meine Meinung habt ihr gehört. Lasst euch schmecken, passt auf euch auf und nächstes Mal sehen wir uns wieder. Bis dann, over and out. Ciao. Das Ding ist groß, fett und schwer. Kriegst du den nicht ganz rein? Boah, oh mein Gott, deiner ist noch viel geiler. Echt?